Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5. So, das haben wir deaktiviert. Das passt, dieses OP-Item. Und wir gehen auf eine neue Mission. Und zwar, die hört sich auf den Namen Sandstorm. Sandwüste. Da sind wir zu Hause. Ich habe sie noch nie gespielt, also die ist neu für mich, aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen. So, das Blöde ist nur, die kommen wieder mal von zwei Seiten. Das heißt, hier, hier und da unten ist dann der Abfangpunkt. Das wird ein bisschen schwierig werden, weil die uns natürlich überrennen werden. Das heißt, wir spielen jetzt auf jeden Fall ohne die Bananenplantage. Auf Medium und Schwer werden wir die Bananenplantage allerdings brauchen, weil sonst werden wir nicht vorwärts kommen. So, Wave 3. Voll dabei mit Wave 3. Was vielleicht auch nicht mal so blödes wäre, unser Freund hier. Entschuldigung, Leute. Den könnten wir auch benutzen. Oder einfach härtere Regeln. Nägel! So, jetzt sind wir wieder ein bisschen voraus hier. Wave 5. So, im Moment geht's noch. Aber wie gesagt, auf Medium und Hard ist es dann halt ein bisschen was anderes, ne? Muss man schauen, muss man schauen. Auf jeden Fall habe ich für mich beschlossen, wir werden das so machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer jetzt alle Folgen immer alles anschaut und so, aber ich sag's nochmal, wir werden dieses OP, dieses Overpowered Ability nicht benutzen, dass man doppelt so viel Geld am Start kriegt. Das ist einfach zu OP und ihr kriegt auch noch doppelt so viel pro Bloon. Das ist einfach zu OP. Wir werden das nur bei den zufälligen Missionen benutzen, denn da brauchen wir es auch, denn die sind teilweise wirklich unmöglich sonst zu schaffen. Aber hier werden wir immer ohne arbeiten, denn dann wird es ein bisschen spannender. Was die Bananenplantage betrifft, können wir uns nehmen, hin und wieder, muss man schauen, ob wir sie brauchen. Ja, ich probiere es jetzt gerade mal wieder ohne hier. So, jetzt haben wir was gegen die Stahlbloons, die was aber eher erst in über 10 Runden kommen. Aber es ist gemütlich schön chillig hier. Wave 12. Es läuft, Leute. Es läuft sogar ziemlich gut. Wave 14. Wir sammeln jetzt ein bisschen Kohle. So, Wave 15. Wir könnten für den Boss auch nachher diesen Bloom-Chipper da einfach den vor die Nase setzen. Das müsste auch reichen. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr machen. Wave 17. Wave 18. Locker, zackig, flockig geht es hier voran. Da geht nichts drüber. Und nichts durch vor allem. Wave 19. Wave 20. Wave 21. So, es haut hin. Wave 22. Jetzt kommen die Weißen. Wave 23. 22 war das sogar. Ich komme gar ganz durcheinander. So, jetzt haben wir die Dicken schon. Und Wave 25. Locker, zackig, flockig geht es hier. Wave 26. Oh, jetzt nervt es mich aber, Leute. Ein bisschen verstimmt. Wave 27. So, haut hin. Stress haben wir hier keinen. Und bam, von beiden Seiten wird da Bloons gepoppt. So, Stahlbloons, Wave 28. Wave 29. Noch immer Wave 29, okay. So, dann bauen wir diesen Bloon-Chipper hier. Also für den Boss dann, aber wie gesagt, der eine Boss, der kann eigentlich hier in die Nägel rein, das ist eigentlich scheißegal. Das schaffen die schon. Wave 31. Wave 32.
Ich glaube, ich lasse sogar diese eine Fabrik da. Das geht super mit der Nagelfabrik. Beim Boss ist halt blöd, weil der kommt nur auf einer Seite und dann haben wir dann wahrscheinlich nicht genug Nägel, ne? Ja, müssen wir schauen, Leute. Das ist Wave 33 und das Wave 34. Aber ich habe eine andere Idee. Wir werden hier die ganz fetten Spikes bauen und scheißen überhaupt auf alle anderen Tower. Wir werden das jetzt gewinnen mit einem Tower. Yeah! Das ist jetzt der neue Style hier mit einem Tower gewinnen. Also, wenn wir es natürlich schaffen, aber da schauen wir schon drauf. Ich werde mich bemühen. Das wird nur lustig werden. So, Wave 37. Es läuft soweit. So, jetzt kommen noch Stahlblons, aber das geht schon. Jawohl, wir kriegen zwar ein bisschen auf den Latz, aber ganz wenig. Wave 38, Leute. So, jetzt wird es aber eng hier in der Hütte. Schaut euch das an hier. Das wird jetzt schwierig. Oh, das wird jetzt schwierig. Die Regenbogendinger sind hart. Aber wir haben es geschafft. Aber habt ihr gesehen, wie schwierig das war? Wir brauchen jetzt wirklich langsam das Upgrade. Hier wäre nice. 11.300. Da muss nur ein bisschen, ja, Kohle ran. Kohle, Kohle, Kohle. Denn ohne Mumps ist nichts los. Die Zebra-Dinger sind so giftig, die da jetzt kommen. Und auch noch diese Regenbogendinger. Na, wenig ist es nicht, was hier... Oh, 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 da gehen die ersten durch. Ja, aber wir geben nicht auf. Ich hoffe, dass ich das jetzt endlich mal upgraden kann hier. Oh, scheiße, Keramikdinger. Ey, jetzt haben wir ein Problem. Okay, das geht definitiv nicht mit einem Tower. Fuck, 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 fuck. Zu spät aufgestellt. Okay, wir haben es übertrieben. Wir probieren das nochmal. Mit einem Tower geht das ein Scheißdreck, Leute. Man kann es ja probieren, man kann es ja probieren. Also mit zwei Towern wird es gehen. Und zwar Blumenhäcksler plus noch Nagelfabrik, dass man halt einfällt. Ja, tut mir leid, Leute. Wir haben es probiert. Ich hoffe, ihr seht es als Spaß an und nicht als epicster Epic-Fail. Ja, das war natürlich nicht meine Absicht zu failen. Aber ja, man wird halt belehrt. Es läuft nicht mit einem Tower, ist ganz einfach erklärt. So. Aber ich kann was anderes machen. Ich nehme jetzt den Blumenhäcksler früher. Dann geht es ein bisschen zackiger, weil die da oben dann da drauf gehen. Den werden wir hier hin. Der soll immer die stärksten natürlich einsaugen. So haut das wunderbar hin. Und den upgraden wir dann natürlich so schnell es geht. So, wunderbar. Nächste Welle. Welle 7. Entschuldigung, Leute. Ein bisschen verstimmt wieder. So, Welle 8. Es läuft. Kriegt eine höhere Reichweite. Wunderbar. So, dann geht es ein bisschen zackiger, wenn der die da oben platt macht. Wave 10 haben wir. Wir nehmen das rechte Upgrade, weil dann zerschreddert er sich schneller und es können mehr eingesaugt werden. Jawohl, das haut hin. Wunderbar. So, Wave 11 haben wir. Und Wave 12. Haut einwandfrei hin. Wave 13. Ja, wenn was runterkommt, dann nur rote. So kann man leben. Und Wave 14 ist angesagt. So, wir werden den gleich upgraden. Jetzt macht er dann zwei Schredder statt eine. Das haut auch hin. Wunderbar. Das Boss-Upgrade nehmen wir ein bisschen später. Jetzt upgraden wir die Nagelfabrik. Wave 16 haben wir. Da wollte sich einer durchschummeln. Wave 17. Wave 18. Locker, zackig, flockig geht's hier voran. Wave 19. Ja, die Herzen, die können ein Problem werden. Aber im Moment kommen wir noch gut klar. Wave 20. So, jetzt müssen wir den hier upgraden. Wave 21. Haben wir zur Not hinten auch was gegen Stahlbluns, aber die werden eh rausgesaugt. Wave 22.
So, jetzt machen wir dann die Menge hier, dass wir mehr davon kriegen. Wave 24, das ist der eine Scheiße hier. Wave 25, das haut hin. Jetzt kommen die Herzen, aber die werden schön eingesaugt. Wave 26! Und es geht los, Leute. Da werden die Zebras eingesaugt. Die haben da unten nichts verloren. So, jetzt kommt ein bisschen was schon runter. Wir brauchen das Upgrade hier, das wäre nicht schlecht. Für mehr Spikes. Jawohl, so haut das hin. Wave 27 ist es übrigens. Und Wave 28. Da sind sie, die Stahlblons, und da waren sie. Wave 29. So, Herzen, aber das ist okay. Wave 30. Wieder Stahlblons. Wave 31. Wave 32. So. Diesmal müsste es besser gehen. Wir schauen, dass wir jetzt mit diesen beiden Towern hier durchkommen. Ich will es nicht übertreiben, Leute, aber ich würde sagen, das wird spannend mit den beiden Towern hier. Zumindest auf Easy. Auf Medium und Hard braucht man das natürlich nicht so versuchen. Das ist klar, Leute. Aber der Rest sollte funktionieren. So, Welle 34. Welle 35. Und Welle 36. So, Welle 37. Geht wunderbar voran hier. So, die Stahlblons werden schön vernichtet, die Zebras auch. Damit kann man leben. Die Gammonflags gehen leider durch. Welle 38 hier. Jetzt kommt schon einiges hier. Inklusive Herzen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir vorher auf den Latz gekriegt haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Im Moment geht's noch. Ja, die Regenbogendinger müssen weg. Das ist klar. So, viele Tarnblunts sollen jetzt dann kommen. Welle 39 ist es. Dabei kommen wir nur klar. Es geht so halbwegs, aber der eine Blunt-Chipper, das wird nicht reichen, Leute. Wir müssen nur irgendwas mit Tower machen, weil sonst kriegen wir so in die Fresse hier. Also, das wird nicht reichen hier. Welle 40. So, die Keramiks werden zwar rausgesaugt, das haut hin, aber da kommen ja andere große raus. So, die müssen auch nur eingesaugt werden, das haut so halbwegs hin, aber dafür kommt jetzt da unten eine wahnsinnige Flut an. Aber es ist sie nur ausgegangen. So, wie viel kostet das hier? 11,3. Gut, ich könnte das bauen, dann wird's billiger. Hm? Aber das kostet das, was ich mir hier spare wahrscheinlich. Wave 41. Darum lassen wir's mal. Ich hoffe, das geht sie jetzt hier aus langsam. Welle 41. So. Er zerhäckselt sie nicht schlecht, aber ob's reicht, ist halt die Frage. So. Wie viel? 11.300. Das schaffen wir doch bald. Oh, nee. Keramikherzen, aber Herzen halt. Scheiße! Das wird jetzt ein Problem. Das wird nicht rausgehen. Nie im Leben, nie im Leben. Oh. Boah, war das knapp. Aber wir haben jetzt die dicken Spikes hier. Das heißt, das Problem ist gelöst. Oh, die Keramik gehen jetzt auch schon da runter, aber... Das hält ein bisschen was aus da unten jetzt. Dann wird das Boss-Upgrade genommen. Aber es ist sehr spannend so, weil mit den beiden Tower überleben, das ist auch nicht so easy. Also es ist ziemlich schwierig, ja. So, Wave 45, Leute. Und jetzt dieses Upgrade. Oh. Ich weiß nicht, ob wir nicht lieber nur einen Tower reinstellen sollten. So, Boss-Upgrade haben wir. Wir werden towermäßig nur was machen müssen, weil es kommt wahrscheinlich jetzt so eine Welle und ich will jetzt nicht wirklich verlieren, nur wegen diesem Schwachsinn. Aber ihr seht, wir haben auch nicht Millionen auf der Seite, also eigentlich machen wir eh alles richtig. Wir haben halt die hier
top abgegradet. Das ist alles, Leute. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich gebe das Geld nicht aus und wir schaffen es mit den zwei Towern. Ich sage nur, wir schaffen es mit den zwei Towern, aber wir haben sowieso nicht mehr Geld für andere Tower. Also, da geht nicht mehr. So, dann ist die Frage, was kann man machen? Ich schaue mich mal ein bisschen um. Sniper kostet zu viel Geld, das rentiert sich nicht. Das Boot eventuell, jo, oder den Klebechucki. Den Klebechucki, wir nehmen den Klebechucki. Der Klebechucki kommt darauf oder darunter, das ist die Frage. Der kommt darunter, immer auf dem stärksten. So, und natürlich fehlt noch Geld, aber das kriegen wir jetzt mit ihm hier. So, Wave 47. Hallo, du musst schon auch kleben. Wieso klebst du nicht? Der klebt fast nichts. Oh, shit. Oh, ja, so, jetzt klebt er. Jetzt klebt er. Okay. Ah, da geht was durch. Paar sind durch. Ja, das war jetzt schwierig. Das ist halt, die Camouflags werden hier nicht so wirklich aufgehalten. So, dann werden wir den hier linkes Upgrade geben, sobald es möglich ist. So, die Herzen werden zwar nicht kaputt gemacht, aber schön verlangsamt. Das mal auf jeden Fall. So. Linkes Upgrade. So, jetzt poppen die zweimal. Da geht es wieder leichter. Wave 49, die giftigste Wave überhaupt. Wir nehmen jetzt einen Boomerang Tower. Der ist nämlich schön günstig. Immer auf dem stärksten. Linkes Upgrade, sobald es zur Verfügung ist vom Preis her. Oh, 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 Keramiks ohne Ende, scheiß da, und die Wand an, oh, das wird schwierig, Leute, das wird schwierig, so, jetzt haben wir's, jetzt geht der Boomerang hier ab, jetzt ist es ein bisschen leichter wieder, wow, also, es geht hier richtig ab und rund, oh, da kommt noch einiges, ich stelle jetzt noch so einen dicken hier hin, und da werden wir den auf das los, das war auch nötig. Also mit zwei Towern, davon kann man träumen, Leute. Davon kann man träumen, das garantiere ich euch. Das wird nichts, wenn ihr mit zwei Towern hier durch wollt. Wieder schauen, könnt ihr wieder machen. Es läuft nicht, ganz einfach. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft es gerade spitze. Ich glaube, wir werden es gleich geschafft haben. Jetzt haben wir es. Oh. Hey, aber easy ist was anderes, Leute. Das war schon richtig saftig. Also ohne die Bananenfarm ist selbst auf easy eine Herausforderung. Wir haben was freigeschaltet. Das kennen wir doch, die Map hier. Nett, nett. Da freue ich mich doch drauf. So, jetzt muss ich schauen, was ist denn überhaupt nur gesperrt? Ist überhaupt nur etwas gesperrt? Was war denn das für eine Map hier? Die sieht ja witzig aus. Candyland. Nette Map, Leute. Wo geht denn der lang? Da doppelt wahrscheinlich alles rechts, links, ne? Haben wir nur was gesperrt oder nicht? Jo, da war was gesperrt. Jo. Aber das werden wir schon schaffen dann. Eigentlich ist nur mehr diese eine Map gesperrt. Für Zwischentüftler müssen wir noch was schaffen. Jetzt schauen wir mal, welche Map das sind. Die alle hier. Jo. Werden wir beim nächsten Mal freischalten. So, wir können uns Münzen kaufen. Geht sich aus. So, wie gesagt, nochmal Leute, weil ich weiß ja nicht, wer wie viel zusieht. Das hier aktiviere ich nur bei zufälligen Herausforderungen, weil da brauchen wir es echt. Bei den normalen Levels bleibt es deaktiviert, weil sonst wird es lächerlich einfach. So, wie viel haben wir denn? 7 Münzen. Das sind jetzt nicht so viel. Die sparen wir uns, Leute. Die sparen wir uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen YouTube-Tag. Was rede ich da? Einen schönen YouTube-Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss!